auch nicht Gas geben. Ah. Wenn ich Gas gebe, dann steht da gar nichts mehr. Wenn Sie schon einmal in einem V10 drinnen gesessen sind und ihr spürt die 5 Liter drunter innen und wenn man das Gas gibt, dann wissen Sie, um was es geht. In Deutschland war ich, dort hab ich Gas gegeben, 330. Haben Sie da nicht Angst? Nein, Vertrauen. Vertrauen ihr? Er kann sehr schön fahren. Wir werden in der Schublade gesteckt, dass wir gleich Rase sind mit so starken Autos. Es ist aber öfters Leid mit etwas schwächeren Autos, die sie dann innerorts Rennen liefern. Ja, die machen auch öfters die Fenster runter und sagen, gib Gas, gib Gas. Wenn jemand es nicht schafft, sein Auto so zu benutzen, dass er andere Menschen nicht gefährdet, dann gehört es ihm weggenommen. Für diese Beschlagnahmung bin ich jetzt nicht dafür. Ich meine, das ist ja trotzdem das Eigentum von der Person also. Solche Szenen, wie wir sie gerade gesehen haben, mit laut aufheulenden Motoren, quietschenden Reifen und gelegentlichen Wettrennern, finden hier am Parkplatz vor dem Kurpark Oberlaa in Wien Favoriten regelmäßig statt. Und uns geht es ein wenig wie der Polizei. Wenn wir kommen und die Kamera aufbauen und filmen wollen, dann sind die Rowdies und Raser binnen Minuten weg. Und wenn wir wieder abgebaut haben, sind sie zack, zack wieder da. Und die Bürgerinnen und Bürger, die Anrainerinnen und Anrainer hier, die zweifeln an der Durchsetzungsfähigkeit des Staates. Gudrun Kampelmüller hat sich für den heutigen Schauplatz wieder einmal mit dem Thema des rücksichtslosen und gefährlichen Autofahrens beschäftigt. Und weil diese Gefährdung der Allgemeinheit, diese kriminelle Gefährdung der Allgemeinheit nicht abgestellt werden kann, trotz Verschärfungen im Führerscheingesetz und in der Straßenverkehrsordnung, hat die Regierung eine neue Regelung beschlossen, die es in anderen Staaten schon gibt. Gefährliche und rücksichtslose Raserei soll mit dem Wegnehmen des Autos bestraft werden können. Verfall nennt man das juristisch. Aber wird das etwas nützen? Was könnte man sonst noch tun? Gudrun Kampelmüller ist seit 2 Jahren an diesem Thema dran, war mit der Polizei in Salzburg und in Wien unterwegs und hat sich in der Autoraudis- und Tuning-Szene umgehört. Vor 2 Tagen in der Wohnanlage beim Kurpark Oberlaa. Die Idylle, die hier morgens herrscht, die trüge, sagen uns die Anrainer. Mehrmals pro Woche ruft hier jemand die Polizei. Frau Dobes, Sie sind eine dieser Anrainerinnen hier. Ja. Wie geht's Ihnen denn? Jetzt schildern Sie einmal, was sich da tut. Sehr schlecht schon. Also der Leidensdruck ist enorm und wird immer größer. Warum? Weil der Lärmpegel ist so derartig, dass das keine Lebensqualität mehr ist. Handyvideos, die uns die Anrainer zur Verfügung gestellt haben. Eine Dokumentation der Ereignisse, auch für Polizei und Magistrat. Fast 300 Unterschriften von erzürnten Bewohnern hat Herr Grohe gesammelt. Geändert habe ihr Protest aber nichts. Und wo jetzt die Fahrzeuge, wenn sie kommen, Kavalierstarts hinlegen, rasen und es ist wirklich die Hölle. Da kann man wirklich so beschleunigen. Ja, das geht sogar alle Fehler aus. Da wird demonstriert, wie schnell ihr Fahrzeug, das sind Fahrzeuge über 50.000 Euro, wirklich Karossen, wo man Vollgas geben kann, wo man innerhalb von wenigen Sekunden auf 100 beschleunigt. Im Laufe der vergangenen Monate sind Betonblöcke aufgestellt worden. Aber auch das hätte nur wenig gebracht. Man hat hier eine Challenge für die Herrschaften hinterlassen. Die probieren sich da voll aus. Hinten, diese Betonleitwände, wie schnell kommen wir durch? Dann da wieder Viere, dann dieses Hupen, diese Feldzündungen. Es ist ja für uns nicht nur lebensqualitätsberaubend, sondern auch schon gesundheitsgefährdend. Ja, wenn du in der Nacht nicht mehr gescheit schlafen kannst, hast du eine Störung des Biorhythmus, Bluthochdruck, Zuckerentgleisungen und. Es gibt da einige Herrschaften, die gehen regelmäßig schon zum Arzt, weil sie es physisch und psychisch nicht mehr aushalten. Furchtbar. Überhaupt jetzt, wo du die Fenster ab einem gewissen Zeitpunkt erst aufmachen kannst, dann machst du auf, du erhoffst eine frische Ruhe. Und dann ist das so ein Partylärm. Und die Autos dazu. Und der mit dem knatternden Auspuff, das klingt wie Maschinengewehrsalben. So klingt es. Die Polizei wäre keine große Hilfe. Sie würde viel zu wenig durchgreifen, meinen die Anrainer.
Sie haben ja sicher schon einmal die Polizei gerufen. Was sagt Ihnen die Polizei? Die sagen ja, sie kommen her, aber die mit der Funkstrafe herkommen, sind die fort. Die sagen ja Funkstrafe, Handy, hello, arrivederci, fort. Solange wie die Situation auch besteht, wir reden da schon langsam von Staatsversagen. Selbst wenn die Polizei kommt, selbst wenn man sie ruft und sie nach einiger Zeit kommen, es passiert nichts. Sie können nicht exekutieren. Die Polizei entgegnet, dass regelmäßig vom Stadtkommando und der Landesverkehrsabteilung kontrolliert werde. 2022 habe man im Bereich Laherbergstraße 1000 Geschwindigkeitsübertretungen geahndet. 2023 gab es bisher schon 900 Anzeigen. Generell zur Raserei sagt der Chef der Verkehrsabteilung, Zitat, habe man dieses Problem, was das Stadtgebiet von Wien betrifft, bestens unter Kontrolle. Das ist eine Realitätsverweigerung per se. Ich würde ihn gerne auf diesen Weg einladen. Er kann gerne bei mir in der Wohnung ein paar Nächte verbringen. Und er soll mir dann seine Eindrücke schildern, nachdem er da 2 Wochen verbracht hat. Sie brauchen sie nur mit Privatauto. Da sind 3 Auffahrten. Dort einer hinstellen, Laubergstraße eine, mit Zivilstreifen. Dann können sie nicht wegfahren, weil da haben sie es. Da kann der nicht sagen, Handy, hallo. Viel Geld könnte man verdienen damit. Ja, da. Viel Geld. Ja. Die kommen einmal an als Gruppe, da wird gehupt, dass man noch signalisiert, hallo, schaut her, wir sind alle da. Ja. Dann wird es immer mehr, bis der Chor so zusammengestellt ist. Dann wird halt wahrscheinlich in Absprache gestellt, wer probiert heute sein Auto mit wem aus. Waren auch schon Situationen, wo einer richtig fährt, der andere gegen die Einbahn fährt. Ja. Gegen die Einfahrt! Ruhestörung! Ich find's großartig! Also man muss sich mal vorstellen, wie viele Leute da stehen. Da reden wir nicht von 5 Personen, da reden wir von Gruppen von 20, 30, 40. Üblicherweise männlich, üblicherweise 18 bis 25. Je nachdem aggressiv oder nicht. Ihr wisst schon, dass das illegal ist. Was denn? Was ist illegal? Das, was ihr da macht? Ja, was ist illegal? Gegen die Einfahrt? Nein, ich nehme ihn auch auf. Wenn du mir aufnimmst, dann nehme ich dich auch auf. Bitte, nehme ich auf. Was ist denn jetzt? Hey, weg da! Nichts angreifen! Keine Kraft! Keinen Anfass! Das nimmt dann Dynamik an bis 3 in der Früh. Und da wird einfach auf nichts mehr Rücksicht genommen. Ich habe einmal als Antwort gekriegt, das habe ich mit einem Schmunzeln hingenommen. Für mich brauchst du keine Polizei, da brauchst du das Bundesheer. Ja? Also diese Selbstsicherheit von einem 20-Jährigen ins Gesicht geschleudert kriegen, ist natürlich ein Wahnsinn. Wenn da was nicht passt, dann zieh um. Also ich werde mich nicht jetzt von meinem Domizil vertreiben und verjagen lassen, nur weil ich diesen Herrschaften diesen Spielplatz hier nicht überlassen möchte. Wir haben ein Recht, in Ruhe hier leben zu können. Und das geht's. Und die Stadt ist eigentlich, dachte ich, für die Menschen da und nicht für die Autos. Am 19. August, also wenige Tage zuvor, waren wir mit der Wiener Polizei am Gürtel unterwegs. Planquadrat. Diese Verkehrskontrollen finden regelmäßig statt. Gerade der Wiener Gürtel ist ein Ort, wo häufig zu schnell gefahren wird. Das Fahrzeug von Vasili, einem gebürtigen Russen, wird herausgeholt und der junge Mann wird genauer unter die Lupe genommen. Und Sie, sind Sie jetzt zu schnell unterwegs gewesen? Nein, ich bin an der Ampel gestanden, aber ich bin an was anderes schuldig. Ich habe eigentlich keinen Führerschein. Au! Und ich habe probiert, mit dem Schmäh, dem Kollegen, einen anderen Namen zu sagen und das hat nicht geholfen. Au weh. Nein, das hilft nicht. Jetzt muss ich büßen dafür. Ja, aber irgendwie ist man schuldig, oder? Ich sage nichts, ich weiß. Und wo ist der Führerschein hingekommen? Er liegt bei der Polizei in Eisenstadt. Weil? Ich habe verbotene Substanzen einmal vor einem Monat geraucht und das ist das Ergebnis. Mhm. Der Polizist war ein Adlerauge, der hat das von 50 Metern gesehen, dass ich unter Drogen war und darum hat er mir den Führerschein weggenommen. Gebe ich auch recht dazu, sage nichts. Vasili wird von der Polizei ausführlich befragt. Er sagt, er wäre nur gefahren, weil Freunde aus Russland zu Besuch gekommen sind. Was hält er von dem neuen Gesetz, dass Fahrzeuge von Extremrasern in Zukunft beschlagnahmt werden können? Wie wollen Sie mir das Fahrzeug nehmen?
Das wird nicht gehen. Aber redet man da grundsätzlich? Schon, man hat schon geredet. Aber wenn ich das Fahrzeug zum Beispiel, das ist Fahrzeug von meiner Freundin. Jetzt bin ich zu schnell gefahren. Wie soll sie dafür bußen, dass ich zu schnell gefahren bin? Das ist, glaube ich, wie mehrere Gesetze in Österreich, die Katze beißt sich selber in den Schwanz ein. Was sagen Sie dazu, dass es diese verschärften Rasergesetze gibt? Es ist gescheitert. Es ist wirklich gescheitert, dass es sie gibt, weil wenige Unfälle passieren. Wie gesagt, ich war früh bei der Rettung tätig und ja, ich habe schon vieles gesehen, selber. Bei der Befragung von Fahrern PS-starker Autos hören wir häufig die gleiche Antwort. Natürlich halte man Tempolimits ein, Rasen eigentlich nie. Ganz ehrlich jetzt, wie schnell fahren Sie? 130 oder ist schon ein bisschen drüber? Ein bisschen mehr als 130, aber nicht über 140. Echt? Also 135, 136, wenn ich ehrlich bin, aber schneller nicht. Rasen Sie öfter, steigen Sie öfter aufs Gas, Nein. fahren Sie mehr? Gar nicht? Nein. Das heißt, das ist ein schönes Auto zum Ausführen mehr. Ja. Ah, nicht mehr. Aber haben Sie es früher mal gemacht oder früher kennen schon, Sie? Ja. Ich bin jetzt ehrlich, für diese Beschlagnahmung bin ich jetzt nicht dafür. Ich meine, das ist ja trotzdem das Eigentum von der Person. Also. Natürlich, die Strafen, dass sie höher sind, ist natürlich klar, aber fürs Beschlagnahmen bin ich nicht dafür. Mit dem Porsche, dem Aushängeschild des Fuhrparks der Verkehrspolizei, kommt der Chef der Abteilung, Generalmajor Thomas Losko, zum Planquadrat. Von ihm erfahren wir, dass solche Kontrollen mehrmals die Woche in ganz Wien erfolgen. Generalmajor, meldet das Planquadrat ohne Vorkommnisse. Wir haben alles aufgebaut und sämtliche Maßnahmen wurden gesetzt. Wie problematisch ist es hier in Wien mit der Raserei, mit der Raserszene? In Wien haben wir das Problem nur in sehr eingeschränktem Maße, weil die Raserstrecken als solchen in Wien sehr wenige sind, die wirklich hier einladen zu fahren. Allerdings sind doch signifikante Strecken wie der Gürtel, die A22 oder die Dresdner Straße beliebte Örtlichkeiten, wo zumindest probiert wird. Wir sind aber als Polizei, speziell auch mit unseren zivilen Fahrzeugen, die wir auch für diese Einsatzzwecke bekommen haben, gut ausgerüstet und haben dieses Problem, was das Stadtgebiet von Wien betrifft, bestens unter Kontrolle. Ich bin so ein Beispiel, weil meine Führerschein habe ich schon abgegeben, aufgrund zu schnell gefahren. Und jetzt 6 Monate Abzug und höhere Strafe habe ich bekommen. Darf ich Sie fragen, wie viel haben Sie denn bezahlt und wie schnell sind Sie denn gefahren? 200? Nein, das war ja auf Gürtel, aber nicht 200. Gürtel. Genau. Aber wie viel darf man denn fahren am Gürtel? 50. Und wie viel sind Sie gefahren? Das weiß ich nicht, weil ich habe nicht genau. Ungefähr. Mehr. Was lernt man daraus? Dass man nicht zu schnell fährt. Dass man richtig ordentlich. Das ist also zu. Also zuerst, man verliert seinen Führerschein, sein Geld. Und das was Wichtigste, sein Leben. Das ist ein bisschen zu gefährlich. Ab März 2024 ist es der Polizei nun erlaubt, in Extremfällen bei Wiederholungstätern die Fahrzeuge zu beschlagnahmen. Was meint der Chef der Verkehrspolizei zu dieser Maßnahme? Auf jeden Fall ist das sinnvoll. Es deckt natürlich nur die Spitze des Eisberges ab. Aber eine Maßnahme zu setzen, die unmittelbar vor Ort getroffen werden kann und die sowohl general- als auch spezialpräventiv vor Ort Wirkung zeigt, hat auf jeden Fall einen Sinn, weil sozusagen der unmittelbare Täter, der in der Regel ja ein Täter ist, der vom Gesetz ja schon öfters angefallen ist, hat hier die Möglichkeit oder wird uns die Möglichkeit gegeben, hier vor Ort das Fahrzeug sicherzustellen, vorläufig zu beschlagnahmen und das ist ein wesentlicher Eingriff, der unmittelbar auf das delinquente Handeln eben passiert. Nach der Kontrolle mit der Polizei fahren wir den Gürtel entlang. Es ist Wochenende und wir sehen den einen oder anderen rasanten Fahrer mit sportlichem Auto. Unser Ziel ist der Kahlenberg. Hier war ein Hotspot für Tuner und Autoliebhaber während der Corona-Zeit. Hunderte Fahrzeuge haben sich damals versammelt und auch die eine oder andere illegale Aktion gesetzt. Bei unserem Lokalaugenschein ganz offensichtlich frische Abriebspuren von Reifen. Die Betonwände, die hier kürzlich aufgestellt wurden, können nicht alles verhindern. Ich versuche mit den jungen Autofahrern, die hier ihre Kreise ziehen, ins Gespräch zu kommen. Es gelingt mir nicht. Allerdings, eine Dame, die regelmäßig herkommt, will mir erzählen, was sich hier abspielt. Sie will nicht erkannt werden.
wirklich unschnelle Fahrt, eine nach dem anderen. Einmal war ich da, die zwei Autos waren hier. Das war ein großer Unfall. Also alles ist gesperrt, Verletzung war und... Was denken Sie über diese Menschen, die so... Also ich finde, das ist nicht lustig. Erst. Zweitens, sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Weil, schauen Sie selber, das ist überall Kinder. Die Leute kommen daher ein bisschen frische Luft holen und so. Ich habe zugeschaut. Mhm. Also die macht wie eine Reihe drüben. Ganze. Viele Leute, auch mit Motorrad auch. Also, und beginnt einer nach dem anderen. Und geht langsam wirklich hart los. Mit großen Autos, oder? Luxus auch. Also BMW, Audi und so weiter. Alle Luxus. Schau, die fahren schnell. Also Vollgas, ich weiß nicht, warum. Also frag mich selber, warum. Dann habe ich Glück und Autoliebhaber Emra ist bereit, mir ein wenig zu erzählen. Er bedauert, dass der Kahlenberg nicht mehr das ist, was er einmal war. Man kann da gerade mal durchfahren oder sowas. Das ist nicht mehr leicht für uns, wenn man sich wirklich, wenn ein Autoliebhaber ist, sich mit Freunden treffen möchte, sieht man den. Emra fährt ein sportliches rotes Auto. Steigt er aufs Gas? Da muss man aber meiner Meinung nach differenzieren, ob man jetzt in der Stadt, so wie es jetzt üblich ist, am Gürtel Gas zu geben, ob man da zu schnell fährt oder auf einer leeren Autobahn, meiner Meinung nach. Weil auf einer Autobahn, wenn man allein unterwegs ist, gefährdet man nicht wirklich jemanden. In der Stadt ist es halt viel gefährlicher. Wenn es da um und um fährt, ist am Gürtel jedes Wochenende Unfall. Also ich habe Angst persönlich, wenn ich am Wochenende am Gürtel entlang fahre. Was halten Sie von diesem Gesetz, dass die Autos jetzt auch beschlagnahmt werden können, wenn man ein Raser ist, mehrmals? Ja, da spalten sich dann die Meinungen, wenn es mein Eigentum ist, wenn ich mir das Auto gekauft habe, weil manche Autos sind nicht billig. So ein M3 kostet schnell mal dann die 100.000 neuer. Und wenn dann mein Auto versteigert wird, dann würde ich das absolut nicht okay finden. Eines von vielen Raser-Videos, die man im Netz findet. Als Überholspur muss der Pannenstreifen herhalten. Es geht mit gut 260 km/h über die A22, die Donau-Ufer-Autobahn. Jegliche Verkehrsregeln sind außer Kraft gesetzt. Für solche Aktionen lassen sich die Lenker im Internet feiern. In der Realität schaut die Sache oft anders aus. Zum Beispiel 2017 bei Saalfelden. Zwei Raser mit ihren PS-starken Autos steigen kräftig aufs Gas und matchen sich. Erreichte Höchstgeschwindigkeit 230 km/h. Der Lenker eines Wagens kommt beim Überholmanöver von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Seine Beifahrerin hat die Wahnsinnsfahrt gefilmt, das wird die Unfallerhebung später zeigen. Die beiden Insassen überleben nur knapp. Das Auto beginnt nach dem Unfall zu brennen. Im zweiten Wagen saßen insgesamt 4 Personen, darunter eine junge Frau, im 8. Monat schwanger. Auch sie überlebten. Und noch ein Autofahrer wurde verletzt, ein Unbeteiligter, der in diesen Tempowahn rein zufällig hineingeraten war. »2021 treffe ich einen der Unfalllenker. Er will nur bei seinem Vornamen Stjepan genannt werden. Vieles würde er gerne ungeschehen machen, sagt er. Und diese Raserei habe er bitter bereut.« Dr. Wolfgang Essel ist sein Anwalt. Er hat den jungen Mann im Strafrechtsprozess vor Gericht vertreten. »Bitte kommen Sie rein. Stefan, komm, machen wir vorher noch eine Besprechung.« Nach dem Unfall lag Stjepan insgesamt 2,5 Monate im Koma. Er hat große Erinnerungslücken und weiß nur aus Erzählungen, was genau passiert ist. Von dem ersten Tag, als ich aus dem Koma erwacht bin, ein bisschen wusste ich schon, dass irgendwas nicht stimmt jetzt. Weil ich, als ich mich ansah, waren alle zwei Beine in den Fixatoren. Ich konnte nicht mehr aufstehen, ich war am Bett gefesselt. Und also ich wusste, es war irgendwas passiert, aber nicht ganz genau was. Und dann haben die Ärzte und die Eltern haben zu mir gesagt, also ich hatte einen sehr schweren Autounfall. Also ich bin jetzt 70%
Also behindert. 70% genau. Behindert. Ja. Also wie gesagt, 30% der Hautoberfläche ist bei mir verbrennt. Dann ein paar Brüche, wie zum Beispiel Oberschenkel links, Sprunggelenk rechts, bei der Wirbelsäule ist mir ein Wirbel gebrochen und noch ein paar zusätzliche Frakturen hatte ich. Aber. Will man dann diese Details wissen? Will man erfahren, wie es den anderen geht? Sie werden sich ja auch erkundigt haben, weil es war ja klar, es waren mehr Leute involviert. Genau, also ich wollte also jedes Detail so wissen, wie es dazu kam, was und das Ganze. Natürlich, wie es auch den anderen ginge. Und dann habe ich zu mir gesagt, also ich bin nur froh, also dass ich aus dem Auto lebend herausgekommen bin. Ja. Genau. Djepan ist nach diesem Raserunfall fürs Leben gezeichnet. Aber nicht nur er. Seine ehemalige Lebensgefährtin war Beifahrerin und sitzt seither im Rollstuhl. Sie ist querschnittgelähmt. Bilder von der Gerichtsverhandlung aus dem Jahr 2019. Damals wurde eindeutig festgestellt, dass die Raser durch ihr Verhalten beim Überholmanöver grob fahrlässig gehandelt haben. Er wurde zu einer 6-monatigen bedingten Freiheitsstrafe in Kombination mit einer Geldstrafe verurteilt. Der zweite Angeklagte wurde zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe verurteilt, musste also einen Teil der Strafe von 3 Monaten als unbedingte Haft verbüßen. Das konnte ich meinem Mandanten ersparen. Es ist uns gelungen, im Strafprozess das Gericht davon zu überzeugen, dass es ein einmaliges, dummes Fahrverhalten war, das dem geschuldet war, dass mein Mandant sehr jung ist, 1 oder 2 Wochen lang dieses neue Auto hatte mit über 306 PS. Also ich hatte schon Schuld, also, aber es ist passiert, was es passiert ist, also zurück oder etwas ändern kann man ja nicht. Ja, aber was man immer tun kann, ist natürlich auch, sich für etwas zu entschuldigen oder ja, so. Das, ja, das auf jeden Fall, das habe ich auch getan. Ja, ist Ihre Entschuldigung angenommen worden? Oder? Ich glaube, das kann man schwer annehmen. Autoliebhaber oder doch Autonarren? Was hat es mit diesem speziellen Fahrzeugkult auf sich? Noch einmal ein Rückblick 2021 in der Tuning-Szene rund um den Salzburger Flughafen. Stolz werden Videos von Kavalierstarts und Burnouts präsentiert. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Die Tuner verändern ihre Positionen schnell. Einmal versammeln sie sich bei einer Tankstelle, einmal auf einem Parkplatz, einmal in einer Tiefgarage. Via Internet erfährt man in der Szene, wo gerade Gefahr durch die Polizei lauert. Auf einer Tankstelle komme ich mit einem jungen Mann ins Gespräch. Er zeigt mir ganz stolz seinen BMW, den er sich gemeinsam mit seinem Bruder gekauft hat. Es ist das Traum von jedem, ein Auto mit viel PS zu fahren, einfach ein starkes Auto, weil sowas kann nicht jeder haben. Was hilft am besten gegen Raser? Wie sollte man mit ihnen umgehen? Unfallforscher Gerhard Kronreif nennt 2 ganz einfache Dinge. Aufklärung und Überwachung, das würde wirken. Auf geraden Strecken wie hier auf der Innsbrucker Bundesstraße steigen viele Raser besonders gern aufs Gas. Wir stehen da an einer Stelle, da wird, heißt es von der Polizei, gern gerast. Was sollte man denn tun, um diese Raser, um den Rasen Einhalt zu gebieten? Diese Raserei an dieser Stelle ist äußerst einfach zu unterbinden, nämlich durch die Überwachung mit Verkehrskameras. Es kann kein Argument sein, dass Straßenabschnitte mit Kameras ausgestattet werden, dass das zu teuer ist. Es gibt eine Volkswirtschaftlichkeitsrechnung von Verkehrsunfällen.
welche vom Ministerium veröffentlicht ist und besagt, dass jeder Unfalltote der Gesellschaft ohne Berücksichtigung von psychischen Schäden ca. 1,3 Millionen Euro kostet. Ein Drittel aller Unfälle geht auf überhöhte Geschwindigkeit zurück, sagt der Unfallforscher, der seit 25 Jahren Sachverständiger für Unfallrekonstruktion ist. Die Zahl der Hochgeschwindigkeitsunfälle nimmt weiter zu, sagt Gerhard Kronreif, weil die Fahrzeuge heutzutage auch technisch besser nachgerüstet werden können. Die Ergebnisse in der Unfallanalyse dieser sehr schweren, häufig auch tödlichen Unfälle ist, dass ab Geschwindigkeiten von 160, spätestens 180 km/h ein Fahrmanöver nicht mehr kontrolliert beherrschbar durchzuführen ist. Beispielsweise bei Ausschermanövern, dass man dann ausweicht oder abbremst. Ein wirksames Mittel gegen Raserei wäre auch die Einrichtung von Überholspuren auf gefährlichen Streckenabschnitten, meint der Verkehrsexperte. Damit würde man für Drängler, die unbedingt überholen wollen, eine Möglichkeit schaffen, den Druck herauszunehmen. Denn viele Lenker würden es nicht aushalten, langsameren Fahrzeugen hinterherzufahren und riskieren dadurch oft ihr eigenes Leben oder auch das von anderen Verkehrsteilnehmern. Ein Beispiel, am 10. April 2020 bei Eugendorf. Es sind verheerende Bilder für die Einsatzkräfte. Unfallverursacher war der Lenker dieses Vans. Er wollte trotz Sperrlinie und Überholverbot einen Lastwagen überholen. Es kommt zum Frontalzusammenstoß. Das waghalsige Manöver kostete den Unfallverursacher selbst und einer jungen Frau, die im entgegenkommenden Fahrzeug saß, das Leben. Ihr Freund, der ebenfalls im Auto war, überlebt nur knapp. Wiederum war Gerhard Kronreif der Gerichtssachverständige. Er attestiert auch diesem Unfalllenker eine zu hohe Geschwindigkeit und eine viel zu riskante Fahrweise. 94 km/h in einer Zone, in der maximal 80 erlaubt sind. Sabine Betterbauer ist die Mutter der toten jungen Frau. Neben der Straße, an der Unfallstelle, wurde eine Gedenkstätte für ihre Tochter Kathi errichtet. Für Sabine Betterbauer war von Anfang an klar, sie will die Umstände rund um den Unfall und den Tod ihrer Tochter aufzeigen. Es war eine derartige Wucht. Und wenn man sich die Unfallbilder anschaut, von danach, wie die Fahrzeuge ausgeschaut haben, wie die Unfallstelle ausgeschaut hat, dann ist es, glaube ich, von Anfang an klar gewesen, dass es der Todesopfer geben hat müssen. Und es war eben der Unfallverursacher sofort tot und die Kathi auf der Stelle tot. Auch wenn es kein stiller Ort ist, regelmäßig kommt Sabine Betterbauer hier an den Straßenrand, um innezuhalten. Für mich gehört das einfach zur Trauerarbeit dazu. Die Unfallstelle einfach zu pflegen und vielleicht auch immer wieder ein bisschen dran zurückzudenken an den ersten Tag und das, wie ich es erfahren habe. Weil man muss schon sagen, wenn man den ersten Tag überlebt, hat man schon die Kraft, andere schwere Tage zu überstehen. Gell? Das Leben von Kathi Koch war kurz. Ihre Überlebenschance bei einem Unfall mit einer Aufprallgeschwindigkeit von mehr als 160 km/h gleich null. Für ihre Familie und ihre Freunde bleiben Erinnerungen. Also das Erste, was mir immer einfällt, wenn ich mir die Fotos anschaue, ist immer, dass ich mir denke, sie war so schön. Sie war so wunderschön mit so einer tollen Ausstrahlung. Sie war lustig. Sie hat alle Leute mitgerissen mit ihrer Fröhlichkeit und mit ihren Strahlen. Eigentlich kann ich mir Fotos sehr gut anschauen, weil ich mich mit jedem Foto mitfreien kann. Marlene war Kathis beste Freundin. Und Kathi war die Patentante ihrer kleinen Tochter. Das war eins der Liebsten. Und da ändert sich das Leben von einer Sekunde auf die andere, von heute auf morgen. Und man sieht das auch ganz, mit ganz anderen Augen, weil man hört es ja jeden Tag. Menschen werden aus dem Leben gerissen, junge Menschen werden aus dem Leben gerissen. Aber nie und nimmer spielt man mit dem Gedanken, dass es einen selbst betrifft. Und das ist so eine Schwere, so ein Druck. Marlenes Bruder Julian war der Lebensgefährte von Kathi. Er hat den Frontalzusammenstoß nur knapp überlebt. Zweimal musste er reanimiert werden.
Also man muss sagen, körperlich macht er sich sehr, sehr gut. Das haben mir die Ärzte gesagt. Das ist ein Wahnsinn, was der Körper aushält. Und er jetzt auf beiden Beinen da steht, wieder ganz normal gehen kann. Natürlich bleibt da dieser Herzschmerz, dieser Verlust. Man darf nicht vergessen, die sind zusammen alt worden, oder erwachsen worden. Die waren 13 Jahre zusammen. Und Julian hat einmal zu mir gesagt, dass ich habe alles gehabt und ich habe alles verloren. Ich kann nicht einmal wirklich Zorn oder Wut auf den Unfallverursacher haben, weil ich die Mama kenne, weil mein Mitgefühl irrsinnig an die Mama gerichtet ist. Sie hat auch ihr Kind verloren. Der Unfall von der Kathi war, glaube ich, genau jetzt der Knackpunkt. Und sie haben ein Gesicht dafür gebraucht in der Politik. Und das hat ihnen die Sabine jetzt eigentlich geliefert. Ich glaube, es hat schon lang gewartet. Und jetzt ist es einfach, durch Kathis Tod ist das einfach jetzt so vorangegangen. Die Mahnwache an Kathis 28. Geburtstag an der Unfallstelle und die Appelle ihrer Mutter in der Presse haben aufgerüttelt. Ein Prozess ist in Gang gekommen. Auch Salzburgs Politiker sind auf den Fall aufmerksam geworden und haben Sabine Betterbauer eingeladen, ihr Thema und ihre Forderungen öffentlich kundzutun. Im Büro von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll war sie mehrmals zu Gast. Gemeinsam haben sie dann eine Kampagne gegen Raserei auf die Beine gestellt. Wie ich begonnen habe mit dem Ganzen, habe ich wirklich nicht abschätzen können, wie es auch mit mir weitergeht. Die Kathi war 2,5 Monate tot. Ich habe nicht gewusst, wie sie in 2 Monate später ausschaut, mit meinem eigenen Seelenzustand. Aber ich glaube, genau das hat mir die Kraft gegeben, weil ich immer auf offene Ohren gestoßen bin, weil ich auf Interesse gestoßen bin, weil sofort alles in Bewegung geraten ist und ich Schritt für Schritt in kürzesten Abständen gemerkt habe, es passiert was. Und ich bin wirklich sehr überwältigt und froh, dass es doch innerhalb von einem Jahr, Dreivierteljahr, so weit gekommen ist, dass sie die Gesetze jetzt ändern. Opfer und Täter sollen näher zusammengebracht werden. Das war das Ziel der Kampagne. Vor allem junge Fahrzeuglenkerinnen sollen angesprochen werden. Ihnen soll bewusst gemacht werden, welche Konsequenzen Rasen haben kann. Ich glaube schon, dass wir als Bürger oder als Betroffene sehr gut was zu sagen haben. Und ich habe meinen ganzen Forderungen, ja, der Kathi ihr Gesicht geschenkt. Und ich glaube, wenn man nur ein Gesicht dazu kennt, zu einer Geschichte oder zu einer Forderung, spricht es sehr, sehr viele an. Und auch die Politiker. Ja, wir sind da wahrscheinlich voranmarschiert, aber gemeinsam mit den anderen Bundesländern und letztlich natürlich auch mit dem Bund gemeinsam. Also da muss ich der Ministerin natürlich danken, dass sie diese Initiative so schnell aufgegriffen hat und letztlich dann diese Änderungen bewirkt hat. Nicht selbstverständlich, weil wir probieren das schon lange, beziehungsweise gibt es verschiedene Initiativen. Es hat dann noch nie gefruchtet in so einem umfassenden Gesetzespaket, weil es ist natürlich die Versuchung sehr leicht, an ein paar Schrauben zu drehen. Aber wirklich einen großen Wurf, den man da braucht, und den würde ich sagen, den haben wir schon erreicht mit einer Verdoppelung der Strafsätze, einer Verdoppelung der Führerschein-Mindestentzugsdauer. Und die geplante Fahrzeugbeschlagnahmung soll nun, wie gesagt, mit Frühjahr 2024 kommen. Nicht selten haben Raser auch illegale Fahrzeugteile eingebaut. Wenn die Polizei diesbezüglich einen Verdacht hegt, werden die betreffenden Lenker mit ihren Autos zur Landesfahrzeugprüfstelle des Magistrats gelotst. Hier in Wien-Simmering ist Alois Gabbert der Leiter. Was sieht das fachkundige Auge auf den ersten Blick? Dass es offensichtlich tiefer gelegt ist, das sieht man schon auf den geringen Abstand zwischen Reifen- und Rathauskante. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass da Sportfahrwerk verbaut ist. Dann müssen wir uns anschauen, ob es sich noch um die originale Rad-Reifen-Kombination handelt. Sein Kollege Michael Schwarz nimmt sich zunächst einmal den Motor vor und kontrolliert, ob die eingestanzte Motorblocknummer mit den Fahrzeugpapieren übereinstimmt. Der Heckspoiler müsste als Einbauteil gemeldet und eingetragen sein. Die Papiere dafür fehlen aber. Und das Fahrgestell scheint zu tief zu liegen. Und ist 7 cm viel oder wenig? Wenig, im Normfall soll es zumindest 11 cm betragen.
Die beiden Techniker arbeiten schon seit 3 Jahrzehnten in diesem Beruf und inspizieren gemeinsam Fahrzeuge. So, vorne hätte ich 70, Binde 170. Im Prinzip, Punkt der Betriebs- und Verkehrssicherheit wird schon langsam eng. Gut, Fakt ist, ein Gewindefuhrwerk. Vom Gewindefuhrwerk gibt es offensichtlich keinen Nachweis über eine behördliche Genehmigung einer Landesregierung. Somit wird das einmal, zumindest einmal von der Genehmigungsseite ein schwerer Mangel tituliert. Es sind Reifenfelgen um, die zumindest nachweislich nicht unbedingt einmal aus dem Zulassungsschein ersichtlich sind. Behördliche Genehmigung gibt es offensichtlich nicht. Also das sind einmal die Mängel auf jeden Fall mal, die meinem Gutachten festhalten werden. Sollte es Gefahr im Verzug sein, was bei 7 cm der Fall sein wird, dann ist es Sache der Polizei, die weiteren Veranlassungen zu treffen, die aber in der Regel natürlich die Abnahme der Kennzeichen sind. Die Freunde des Fahrzeugbesitzers erzählen mir, dass er diesen BMW genau so in Niederösterreich um 14.000 Euro gekauft habe. Dort wäre alles legal gewesen. Ob stimmt? Vielleicht hat man hier seine eigene Realität. Naja, wir hatten einmal einen Pkw, der hatte auf der Hinterachse die Bremssättel ausgebaut und die Bremsleitungen, die zu den Bremssätteln führen, blind geschlossen. Das heißt, er hatte auf der Hinterachse eigentlich keine Bremse mehr. Und auf die Frage, warum er das gemacht hat, war die Antwort, naja, das hat immer geschliffen, was soll ich denn machen? Also auf die Idee ist, fach- und sachgerecht zu reparieren, ist er nicht gekommen. Irgendwann haben wir mal einen gehabt, der hat nicht, 3 cm Bodenfreiheit, der hat nicht einmal Zigarettenpackel da quer drunter passt. Und das ist natürlich dann schon dementsprechend gefährlich überhaupt dann auf der Straße, wenn es Bodenschwöller, Bodenunebenheiten und so weiter, kann das Fahrzeug aus der Kontrolle geraten und dann schaut es natürlich ein bisschen tragisch aus. Die Mängel werden ausführlich dokumentiert, der fertige Prüfbericht an die Polizei übergeben und die waltet ihres Amtes. Ab und zu hast du schon gehabt, dass denselben Herrn 3 Wochen später mit denselben nicht genehmigten Umbauten wieder da gehabt hast, wieder dasselbe nahezu Gutachten erstellt hast und dann fragst du eigentlich schon. Aber bei manchen sind die Geldstrafen schon irgendwo einkalkuliert. Was sagen Sie dazu, dass jetzt mit diesem Anti-Raser-Paket im zweiten Teil auch die Beschlagnahme der Fahrzeuge in extremen Fällen möglich ist? Naja, ich denke schon, dass es Sinn macht, weil das sind ja Personen, die sich über das Fahrzeug identifizieren. Die Strafen, die monetären Strafen, die führen eigentlich zu nichts, weil eventuell bezahlen sie es, eventuell bezahlen sie es nicht. Aber wenn das Fahrzeug weg ist, und es geht ja auch schon eine Stufe drunter, wenn jetzt nur eine Kennzeichenabnahme stattfindet, das tut ihnen schon weh, weil sie mit ihren Statussymbolen nicht mehr unterwegs sein können. Insgesamt wurden in dieser Nacht 5 Kennzeichen abgenommen. Beim Planquadrat rund um den Wiener Gürtel hat die Polizei 523 Fahrzeuglenker wegen zu hoher Geschwindigkeit angezeigt. Der Spitzenwert 152 km/h in der 70er-Zone. Eine Woche später sind wir mit der Salzburger Polizei unterwegs. Die Beamten haben Zivilfahrzeuge und Streifenwagen im Einsatz. Wir wollen wissen, was hat sich in den 2 Jahren getan? Ist das Gebiet rund um den Salzburger Flughafen noch immer ein Hotspot für Autoliebhaber und Tuner? Es ist ein regnerischer Tag. Bei solch einem Wetter wird nicht so gerne mit dem Auto spazieren gefahren. Es scheint ein ruhiger Abend für Einsatzleiter Schnöll und seine Kollegen zu werden. In der Salzburger Verkehrsleitzentrale hat der Chef der Abteilung, Oberst Günther Reiner, heute ebenfalls Dienst. Er ist der Meinung, dass die höheren Strafen und längeren Führerscheinabnahmen schon Wirkung zeigen. Die Situation in Salzburg habe sich enorm verbessert. Ja, grundsätzlich kann man sagen, haben wir die Szene soweit im Griff. Natürlich bietet sich dort die Örtlichkeit an für solche Veranstaltungen. Es sind genügend Parkplätze vorhanden. Und es bleibt aber nach wie vor ein Hotspot für diesen Bereich. Wie versucht man, dieser Community Herr zu werden? Ja, inzwischen kennen wir schon die beliebten Plätze. Das heißt, wenn wir Informationen erhalten, dass es zu einem Treffen kommt, dann werden diese von uns schon von vornherein überwacht. Und dann kommt es gar nicht zu solchen Ansammlungen.
Das neue Gesetz, die Beschlagnahmung von Fahrzeugen, wird von der Salzburger Polizei positiv bewertet. Man hofft, dass sich die Verkehrssicherheit weiter erhöhen wird. Noch sind die Tankstellen vor der Autobahnunterführung in der Innsbrucker Bundesstraße eher leer. Aber es geht schnell. Kaum ist die Polizei außer Sichtweite, versammelt sich eine kleine Gruppe von jungen Autoliebhabern, um zu chillen, zu plaudern, eine Runde mit dem Wagen zu drehen und etwas Gas zu geben. Auch wenn das nur ich so sehe. Entschuldigen Sie, Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Warum haben Sie jetzt so Gas gegeben? Das ist, ich habe gar nicht Gas gegeben. Ah. Wenn ich Gas gebe, dann steht da gar nichts mehr. Echt? Dann fällt alles so wie der gibt Gas, dass er Gas, dass er fährt. Ah, das ist normal. Genau, wenn man Gas gibt, dann fährt das Auto. Wenn man auf die Bremsen drückt, dann bremst das Auto. Das ist normal. Wir können zurück reinschauen, also das Auto ist schön. Genau, ich bin der Seppi, grüß dich. Seppi, ich bin aus dem Bongau. Aus dem Bongau, genau. Servus Seppi. Ja. Du ja, aber bist extra in die Stadt reingefahren heute, um ein bisschen Gas zu geben? Nein, ich habe heute ein Date, also ein Meeting. Ah, okay, na, da stellt man aber was da, oder, genau. Mit so einem Auto? Also sonst komme ich mit meinen Ferraris und einem Lambo habe ich auch. Oh, echt? Ja, aber heute bin ich mal mit meinem Date-Auto unterwegs. Ja, aber man will dass nicht gleich... Dass man ein bisschen bodenständig bleibt, genau. Sagen, man will nicht alles gleich herzeigen. Genau, weil wenn ich jetzt da meine Gürtasche auspacke und die ganzen Batzen herzeige, aber warum dann gibt das Finanzamt. Aber ja, warum haben Sie so viel Geld, Seppi? Ja, von arbeiten. Und was machen Sie, wenn ich fragen darf? Ja, alles was geht. Alles. Baustelle, Fassade. Super. Genau. Lamborghini, toll. Ja. Danke, Seppi. Schönen Tag noch, gell? Ja. Gleichfalls. Seppi geht danke, weg. Und Stella packt sich ein mit ihrem BMW M2 380 PS-Wagen. Sie hat sich damit einen Traum erfüllt. Zum Beispiel sowas braucht man eigentlich auf der Rennstrecke. Aber mein Traum war das Auto genau so, wie er da steht. Dann habe ich ihn gekauft eben und da war halt ohne Spoiler noch. Und dann habe ich Geld gespart und eben vor 2 Monaten habe ich mir den Spoiler gekauft. Und aber wie viel kostet so ein Spoiler beispielsweise? Mit Eintragungen und Montage halt 1600 Euro. Mhm. Genau. Und sonst haben Sie Zubauten? Sind da, ist alles eingetragen? Es ist alles eingetragen. Der Vorbesitzer hat noch die Federn eben eingebaut, damit das Auto tiefer wird. Das ist auch eingetragen. Wie gesagt, ich werde eigentlich schon oft aufgehalten von der Polizei. Bis jetzt glaube ich 5 oder 6 Mal, seitdem ich das Auto habe. Wie lange haben Sie das jetzt schon? Seit Mitte April. Mitte April. Genau. Marco und Luca zeigen auch ihr Fahrzeug her. Na ja, das Auto ist jetzt im Besitz von 400 Pferdestärken. Ist noch original. Das Auto ist wirklich, also in meinen Augen, alltagstauglich. Ich weiß es nicht, weil ich meine, ich habe mir das Auto gekauft, das Leidenschaft zu Audi. Ich bin auch ein großer Audi-Liebhaber. Natürlich, jeder Junge möchte ein leistungsstarkes Auto. Da ist mir der Traum erfüllt worden mit dem. Aber wie viel kostet sowas, wenn ich das kaufe? Ja, jetzt den gebraucht, habe ich den gekauft mit 40.000 Kilometern für einen Kaufpreis von 50.000 Euro. Und Sie, haben Sie auch so ein schönes Auto? Da waren 2 Stück. 2 Stück? Und was haben Sie? Audi, BMW? 2 Audis. Entschuldigung, ich habe da 2 Audis stehen. Und auch so starke, leistungsstarke? Leider noch nicht, aber ist im Plan. Aber nicht so teure, weil 2 Autos um 50.000 wären 100.000. Also einer ist jetzt bei 60.000 und der andere ist auch bei 20. Und wie finanzieren Sie das? Über auf der Baustelle. Ah, okay. Und wie schnell fahren Sie? Ja, ich fahre gar nicht. Gar nicht? Kein Führerschein? Genau. Abgenommen? Nein, ich habe nur nicht fertig. Stella ist Mitglied beim BMW M-Club Salzburg. Eine von wenigen Frauen, die sich für schnelle Autos begeistert. Das finde ich voll schade. Weil ich hätte auch gern mehrere Freundinnen, die auch Autos mögen, aber leider nicht. Und was sagen Ihre Freundinnen, wenn sie sagen, na, kauf da auch ein schnelles Auto, mach mal was? Ja, die denken immer, dass ich verrückt bin.
Nee. Und sind Sie ein bisschen verrückt, autoverrückt? Ja, das schon. Aber ich investiere lieber hier, als zum Beispiel jedes Wochenende im Club sinnlos Geld auszugeben oder wie heutzutage die Jugendlichen auch mit Drogen oder so. Die Raser gäbe es, das stimmt, sagen mir die Autoliebhaber. Und auch illegale Autorennen auf der Straße sind Realität, sagen Marco und Stella. Aber es sind die anderen, die das provozieren. Wir haben uns die Autos nicht gekauft, um innerorts sagen, wir Rennen zu machen. Sowas ist einfach nicht unser Stil. Das Problem, wir werden in eine Schublade gesteckt, dass wir gleich Raser sind mit so starken Autos. Es ist aber öfters Leute mit etwas schwächeren Autos, die sie dann innerorts Rennen liefern. Beschleunigungsrennen bei überall möglich, egal ob Fußgänger, bei Verkehr. Da wird einfach aufs Gas gedrückt, um zu sagen, mein Auto ist schneller als deins. Ja, die machen auch öfters die Fenster runter und sagen, gib Gas, aber nein. Nein. Die Leute provozieren das aus an hinaus, aber einfach ignorieren und weiterfahren. Tuner, Raser oder Autoliebhaber, da müsse man einen großen Unterschied machen, sagt auch Manuel. Ein Freund von Stella und gleichzeitig der Präsident des BMW M-Clubs Salzburg. Wir sind Fahrzeugliebhaber, wir halten uns an Gesetze und die Tuning-Szene macht Illegales, wie zum Beispiel 5er Golf, TDI, Burnouts. Das wollen wir nicht. Sie gehen auf die Rennstrecke, um sich abzureagieren, sagen sie, und sie halten sich an die Gesetze. Wir waren heute am Salzburgring, weil wir heute vom Club aus eine Veranstaltung gehabt. Da wird probiert, was möglich ist. Es klingt aber natürlich jetzt innerorts, wenn Leute Salzburg dafür bekannt, relativ viel Rasen unterwegs sind. Ich verstehe schon, dass man die Autos abnehmen will als Abschreckung gegen Rasen. Aber es gibt immer wieder Leute, die trotzdem Ganzen weitermachen werden. Trotzdem Gefahren mit Autoabnahme und alles. Kathi Koch wurde nur 27 Jahre alt. Durch das Engagement ihrer Mutter Sabine Betterbauer kam das neue Anti-Raser-Gesetz überhaupt erst zustande. Sie hat nicht aufgegeben und ist dran geblieben. Wie geht es der Salzburgerin heute? Also die letzten 2 Jahre waren schon noch sehr ausgefüllt mit dem Arbeiten an der Trauer. Aber ich kann wirklich behaupten, dass ich es geschafft habe, mit der Trauer zu leben, mit der Verzweiflung zu leben, mit der Sehnsucht zu leben. Und ich weiß, dass ja diese Trauer ein Teil meines Lebens bleiben wird, immer. Die Stationen von Kathis Leben hat Sabine Betterbauer in einem Vortrag und in einem Buch zusammengefasst. Sie geht damit in höhere Schulen und versucht, jungen Menschen die Konsequenzen von Raserei näher zu bringen. Man kann sehr gut theoretisch über Unfallvermeidung reden und über die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Nur wenn man sieht, dass Geschichten dahinter stehen, wo aus einer Unvorsichtigkeit, einer Rücksichtslosigkeit Menschen ums Leben gekommen sind, ich glaube, dass das sehr wachrütteln kann. Es war mal ein Schüler dabei, der mich schon in der Fahrschule gehört hat. Und ich teile am Schluss eben immer so Karten aus mit der Kathi ein Bild. Mit dem persönlichen Vorsatz, was kann man gegen Raserei tun. Mhm. Und dann hat dieser junge Bursch gesagt, er hat sich diese Karte noch zu Hause aufgehoben. Mhm. Er hat sie noch. Und die Karte kommt jetzt in seine Geldbörsel rein. Also es bleibt immer irgendwas hängen. Und meine Abschlussbitte ist eigentlich immer am Ende meines Vortrages, am Ende dieser Unterrichtseinheit, bitte denkt in der richtigen Sekunde an meine Kathi und trefft die richtige Entscheidung. Mhm. Und macht das, was meine Kathi nicht mehr kann, lebt. Warum sind diese Kärtchen mit dem Bild von Kathi, auf dem die Schüler dann Vorsätze vermerken können, für Sabine Betterbauer so wichtig? Das ist die Generation, die dann in den Verkehr kommt. Und ich glaube, Bewusstseinsbildung muss da anfangen, bei den jungen Leuten. Mhm. Und ich habe das Vertrauen wirklich an die jungen Menschen, dass sie unsere Verkehrskultur ändern können. Mhm. Dass sie viel bewusster, vorsichtiger, rücksichtsvoller sind, als leider jetzt unsere Verkehrskultur ist. Was die Gesetze betrifft, habe sie alles erreicht, meint Sabine Betterbauer. Mit Bewusstseinsbildung hingegen dürfe man nie aufhören.
ich wusste ja gar nicht, was ich da lostrete. Und es ist so viel losgetreten worden und so viel, es hat sich so viel ergeben und so viel aufgebaut durch das Ganze, dass ich einerseits wirklich erfreut bin und beeindruckt bin und dankbar bin. Ich bin vielleicht eher sehr dankbar für das, was passiert ist. Und stolz natürlich auch schon ein bisschen. Und das dürfen Sie auch. Das dürfen Sie auch. Jetzt gipfelt das Ganze darin, dass ab März 2024 dann, so wie in anderen Ländern, wo es das schon gibt, die Fahrzeuge bei Extremrasern abgenommen werden können, beschlagnahmt werden können. Was sagen Sie dazu? Ja, das war von Anfang an meine wichtigste Forderung, weil es ist so, dass das Fahrzeug von manchen wie eine Waffe benutzt wird. Ich habe mir natürlich Unfallstatistiken anderer Länder angeschaut, Strafen anderer Länder angeschaut. Und in den Ländern, wo die Fahrzeugabnahme im Gesetz ist, ist die Todesrate im Straßenverkehr niedriger. Und das ist kein Zufall. Und ich glaube, wenn jemand es nicht schafft, sein Auto so zu benutzen, dass er andere Menschen nicht gefährdet, dann gehört es ihm weggenommen. Das wichtigste Eigentum, das wir haben, ist nicht das Auto. Das wichtigste Eigentum, das wir alle haben, ist unser Leben.